Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum Dune 2000. Und genau, beim letzten Mal hatten wir ja hier den Raumhafen, mussten wir beschützen hier unten, über eine halbe Stunde. Und dann mussten wir auch trotzdem noch die gegnerische Basis platt machen, also das war nicht so einfach. Und jetzt geht's weiter gegen die Atreides-Freunde. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich die Deviatoren. So, da würde ich mal sagen, klicken wir mal da drauf. Sagt jetzt nichts! Die Bene Gesserit ist unsere Verbündete. Der Padischah-Imperator schmiedet Ränke gegen uns. Die Atreides und die Fremen kämpfen mit ihm. Wir sind machtlos gegen die Sardaukar-Armee. Wir brauchen erheblich mehr Spice, dann können wir Söldner anstellen. Sie sind nicht verantwortungsbewusst, sie kommen und gehen. Wenn sie zu viele Verluste erleiden, dann werden sie gehen. Der Spice-Nachschub muss fließen. Ihr werdet unseren gemeinsamen Feind eliminieren. So lautet der Auftrag. Oh, krass, okay. Ich merke gerade, dass die Auflösung von der Cutscene ein bisschen eine andere ist. Ja, ich habe es jetzt mal wieder umgestellt, das Spiel, auf auf Vollbild. Und ja, damit hoffe ich mal, die Qualität noch ein bisschen besser ist. Muss ich mal schauen im Video, weil ich glaube, doch, diesmal habe ich sogar Sound, aber ich werde gleich trotzdem mal einen kurzen Break machen. Ja, Freunde, wir kriegen jetzt zum ersten Mal die Söldner in diesem Part. Die Söldner, das sind ja die Verbündeten der Ordos, die wir auch bei den Atreides gesehen haben, und jetzt kämpfen die für einen. So, vernichtet den Imperator und seine Schoßhündchen, die Atreides. Alles klar, gut. Was kriegen wir denn jetzt? Yes, Freunde, wir kriegen endlich den Deviator zur Verfügung. Das ist richtig nice. Den kennen wir ja schon. Raketentürme, sehr schön. Und X-Forschungszentrum, jawohl, Freunde. Damit wir die auch schön bauen können, das werde ich auch machen. So, ja, dann würde ich mal sagen, mache ich hier mal kurz einen Break. Also, ich speichere das jetzt nochmal kurz zwischen. Und Spiele dann würde gespeichert. ich mal sagen, bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. ja, ich habe es Wir sind wieder bereit. auf den Fenstermodus gestellt. Ja. Wird gebaut. Weil die Cutscene, die war irgendwie in einer komischen Auflösung auf Wir dem sind bereit. Bildschirm eben, und ja, das Transformation muss doch nicht bereit. sein. So, und schaut mal, Freunde, was hier gerade abgeht. Wird Wir gebaut. haben echt die Söldner zur Verfügung. Wird ausgebaut. Und wir können den Bau auf upgraden. Das ist doch mal mega nice, Freunde. Transformation bereit. So, dann würde ich sagen, machen wir das Transformation direkt und bauen mal die wird Windfalle. gebaut. Seht ihr das? Wir haben jetzt hier die Söldner. Alles klar, und die müssen wir beschützen. Wir sind bereit. Allerdings, wenn wir die beschützen sollen, Freunde, sehe ich hier einen gewissen Konflikt. Was ist, wenn die einfach angreifen gehen und ich gehe nicht mit? Was ist dann? Schade, und ich habe hier am Anfang keine Scouting-Einheiten. Okay. Konstruktion bereit. So. Neue Bauoption. Neue Bauoption. Ja, okay. Der braucht aber lange zum Upgraden. Na ja, gut, dann Wird gebaut. bau halt erstmal eine Kaserne oder sowas. Sehr gut. Ja, Freunde, wie gesagt, also ich habe jetzt hier mal ein bisschen Konstruktion rumexperimentiert. bereit. Wird gebaut. Mit dem, Neue ja, mit dem Aufnehmen und Bauoptionen. so, und Konstruktion bereit. ich würde gerne noch die Qualität ein Wird bisschen gebaut. verbessern, aber ich glaube, das geht hier nicht so. Weil, ja, das Spiel schon ein bisschen Konstruktion älter bereit. ist, ja? So, da kommt hier jetzt die Raffinerie Wird hin, gebaut. alles klar. Und ja, ich hätte ganz gerne eine Scout-Einheit gehabt, aber. Ja, und wie wir den Typen da gerade eben schon wieder gesehen haben, reißt sich da einfach so sein Mikrofon aus dem Kopf. Ja, der hat auch keinen Bock mehr auf dem Scheiß hier. Kann ich verstehen. Also das ist schon übel, was hier abgeht. So, alles klar. Da sind wieder ein paar Sanddünen. Okay. Erstmal nur den nahen Bereich hier erkunden. Und wie ihr seht, der hat nur einen Raumhafen. Das heißt, ja. Hat nur einen Raumhafen und kann nichts bauen außer Einheiten. Ja. Aber das ist doch das Wichtigste hier, Einheiten. Also. Ach du Scheiße, da oben sehe ich schon was ankommen da. Okay. Konstruktion bereit. Gut, dann würde ich mal sagen,
Sammler. Komm. Neue Bauoption. Direkt eine Wind. Aha! Der versucht die Söldner anzugreifen. Ja, dann mach. Lass meine Söldner in Ruhe, du Penner. So. Uff. Ja. Sehr schön. So, dann. Es ist nicht ohne Grund, dass sie uns hier die Belagerungswaffen gegeben haben am Anfang. Ja. Das hat schon alles so seinen Sinn. So, dann brauche ich mal noch eine Raffinerie direkt. Weil die Einheiten, die wir haben, die reichen jetzt erstmal. So, ich muss hier aber Platz sparen. Das heißt, ich muss ein bisschen enger zusammenbauen, oder? Ja, ich sollte Platz sparen. So, ja, wie gesagt, Freunde. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Dune 2000. Und ja, wie gesagt, also Qualität sollte jetzt passen soweit. Ich habe jetzt auch einen Weg gefunden, mit dem OBS direkt aufzunehmen, ohne... Also... Hä? Der kriegt Mannequin im Raumhafen, okay. Komisch. Naja, ich habe jetzt einen Weg gefunden, mit OBS aufzunehmen, ohne Rauschen im Hintergrund. Das heißt, dass ich das da nicht mehr im Outer City bearbeiten muss. Da kommt doch wieder einer. Ein Atreides-Typ. So. So, da ist ein Adler. Genau, zack, weg damit. Und dass ich jetzt nur noch quasi den Bass verstärken muss im Outer City. Und das finde ich schon mal mega nice, oder? Das ist doch mal mega gut. Konstruktion bereit. So, aber ich glaube, ich werde irgendwann da oben Türmchen hinbauen müssen. Wird hier gebaut. Um die hier halt zu beschützen. Ja, ich muss die ja beschützen. Konstruktion bereit. Und würde ich mal sagen, der erste Schritt dafür ist erstmal eine Kaserne. Ja, komm. Zwei Belagerungswaffen. Das passt schon. Ja, sehr schön. Zack. Der kann ja nicht mehr schießen. Doch einmal schaffen. Jo. Und ja, wie gesagt, wie geht's euch so? Ich nehme die Folge quasi für die übernächste Woche auf. Konstruktion bereit. Ja, das ist jetzt doof, dass der da im Weg steht. Das ist jetzt blöd, dass der da im Weg steht, verdammt. Ja, muss ich ein bisschen... Ah, jetzt ist er gerade weggefahren, jetzt habe ich abge... Verdammt. Okay, dann stellt euch mal da drauf, damit da ja keine Einheiten drauf waren, ne? So, und du, Kampfpanzer? Ja, stell dich bloß nicht da drauf. Muss man hier jetzt auch noch was beschützen, ey, damit da keine Einheiten drauf fahren. Ja, stimmt, das könnte auch noch passieren. Aber nicht mit mir. So. Bauoption, zack. Wie gut, dass wir jetzt die großen Betonplatten haben, Freunde. Weil die bringen doch mal wieder... Oh, oh, was kommt denn da alles an? Egal, das sind nur wenige. Wir haben nicht umsonst zwei Belagerungswaffen hier bekommen. So, Außenposten, zack. Oh, Kampfpanzer, zwei Stück. Ja gut, dann... Nein, fahr doch nicht auf meine süßen Truppen. Ach, verdammt, ey. So, ja dann. Schieß da drauf. Die können nur nicht mehr schießen. Gut. Alles klar, unsere Einheiten schwinden langsam. Aber wir haben hier oben noch Verstärkung. Hm? So, indirekte Verstärkung. So, so. Ey, was machst du denn da, du Penner? Schießt jetzt auf... Der schießt gar nicht. Doch, okay. Alles klar, ich dachte der... Ja. So, gut. Dann habe ich jetzt mal in zwei Raffinerien da. Ah, Moment, ich kann schon Raketentürme bauen. Ja, dann mache ich das mal. Die Hightech-Fabrik kommt hier mal hin. Ah, der kriegt wieder was. Der kriegt wieder Verstärkung. Das ist schon mal ganz gut. Konstruktion bereit. Nein, 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 nein. Ich muss da oben weiterbauen. Boah, der kriegt aber einiges, ey. Der kriegt jetzt aber einiges. So. Aber hier die... Da. Dann noch die Werkstatt. Ich baue erstmal ein paar Betonplatten, weil... Ich würde hier ganz gerne oben Raketentürme hinbauen. Später. Konstruktion bereit. So. Alter Schwede, der hat hier alles voll stehen. Wird gebaut. Aha, was haben wir da? Die Basis, alles klar. Cool, 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 cool.
So. Ja, wie gesagt, das ist richtig gut, dass wir jetzt hier die Söldner zum ersten Mal zur Verfügung haben. Konstruktion bereit. So würde ich sagen. Ich baue schon mal Raketentürme hier oben hin. Zumindest mal einen. Konstruktion bereit. Da soll der ruhig mal gleich mal die Gegner abfacken gehen. Das ist kein Problem, das unterstütze ich sogar. Wenn er die Gegner abfacken geht. Ja. Hier oben werde ich gleich Raketentürme hinbauen, aber erstmal noch ein paar Energien, Freunde. Konstruktion bereit. Da sind zwei Minikön. Wird gebaut. Aber. Oh, ist der dreist. Ja, dann, keine Ahnung, schnelle Einheit, schieß einmal drauf, dann ist der tot. Wir sind bereit. Und zack. So. Ja. Schon unterwegs. Wie gesagt, ich hoffe. Oh, Alter. Oh, jetzt geht er angreifen. Jetzt hat er so viele Einheiten, dass er jetzt angreifen geht. Und das ist doch mal... Was macht der denn? Ja, der hilft auch noch nicht mal, ne? Der hilft auch noch nicht mal. Der lässt einfach meinen Sammler abschießen. Was ist das für ein Kameradenschwein, jetzt mal ehrlich. Ja gut, es sind halt Söldner, ne? Die helfen halt nicht immer. Da sind noch mehr da oben. Ja, dann macht die mal kaputt da. Dankeschön. So, dann kann ich ja jetzt mal langsam Raketenturm bauen oben. Ja. Ah, das sind noch... Holy shit. Das sind noch imperialistische Truppen, aber da können die sich selber drum kümmern jetzt mal. Ich habe nicht so viele Einheiten, Freund. So, sehr cool, ey, dass wir jetzt hier die Dings haben. Die Söldner, sehr, sehr gut, Freunde. Konstruktion bereit. Der düstere Mucke hier. So. Weiteren Raketenturm, bitte. Ja, ja, lasst ihr mal den Angriff abfahren. Das ist ganz gut. Schaut euch mal, wie viele Einheiten der hat. Richtig nice, Freunde. Ha! Der erkundet sogar für uns. Wie geil ist das denn? Der erkundet sogar für uns. Das ist doch mal mega nice, Freunde. Mega nice. Er macht den kaputt. Cool. Der erkundet für uns die Karte. Das wusste ich so gar nicht mehr. Krass. Okay, Hightech-Fabrik. Zack. Cool, das wusste ich gar nicht mehr so, dass die für uns die Karte erkunden. Richtig geiler Service, Freunde. Da brauche ich gar keinen Trike. Aha, du hast keine Chance. Ich hab da zwei Raketentürme stehen. Zack. Ja, der kann einmal schießen, okay. Egal, das passt schon so. Alles klar, Freunde. So. Ich werde aber gleich auf jeden Fall zwei große Waffenfabriken hier noch hinbauen. Und noch eine kleine. Aha! Eine Belagerungseinheit. Die ist, glaube ich... Nee. So, ja. Ja, du machst keinen Schaden, das ist ganz okay so. Der geht echt angreifen, ne? Ja, aber... Stimmt ja, der hat einen Luftangriff. Oh, fuck, das habe ich ganz vergessen, Freunde. Stimmt. Der Typ hat einen Luftangriff. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich daran. So, dann kommt hier die leichte Panzerfabrik hin. Hier. Ich dachte schon, hey, wo ist es? Ja, das ist irgendwie... Keine Ahnung, die wehren sich nicht. Schade eigentlich, aber ja gut. Was willst du machen? Die können wir ja selber nicht kontrollieren, ne? Ah, ich brauche auch noch einen Raumhafen. Scheiße, stimmt, ey. Wie soll das denn dann hier noch hinpassen, alles? Keine Energie. Oh, fuck, ey. Zu wenig Energie. Ja, ich weiß, Penner. Die wehren sich aber auch nicht, ne? Das ist irgendwie komisch. Naja, so, grade mal die kleine Waffenfabrik ab. Konstruktion bereit. So, da kommt hier die nächsten Energien hin. Also hier oben die Verteidigung, die steht erstmal. Sehr schön. So. Hier ist nur ein kleiner Vorposten anscheinend, okay. Gut, da war wieder eine Wurm-Action da. Neue so. Ja, im letzten Part war ja ziemlich der Wurm drin.
wie der Mr. Nightworker so schön gesagt hat. Das stimmt allerdings. Ja. Der Wurm, der hat uns da die ganze Zeit genervt, ne? Deswegen war der Wurm drin. Konstruktion. Ja. So, dann. Okay, große Waffenfabrik. Jetzt. Sofort. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich noch zwei Stück hier hinkriege. Ja, komm, mach die hier hin. Ja, komm. Die können gar nicht schießen. Ey, doch, oder? Nee, die können gar nicht schießen. So, dann würde ich mal sagen, bau das dicke Ding mal. Oh, da kommen noch mehr Mannequin. Aber Mannequin sind, glaube ich, erstmal egal. Weil wir haben ja die perfekte Kontereinheit für Mannequin stehen. Und zwar zweimal. Ja, sehr geil, Freunde, sehr geil. Und der sammelt einfach hier vor der gegnerischen Basis. Alter Schwede. So dreist muss man erstmal sein, ey. So dreist muss man erstmal sein. So, dann. Ja, ja, ist egal. Die paar Mannequin, ne? Einheit verloren. So. Zack. Ja. Jawohl, Freunde. Puh. Ja, ich würde sagen, die andere Waffenfabrik baue ich direkt daneben. Mehr Raffinerien kann ich anscheinend nicht bauen. Oh Gott, schießt die doch kaputt! Gott sei Dank. Du sammelst mal nicht am Kartenende, sondern hier vorne. Ah! Der geht wieder angreifen, ne? Sehr geil. Sehr cool, ja, dann geh mal angreifen. So, neue Bauoption. So, okay. Ja, ja, mach dir mal. Der erkunden weiter für uns. Das ist doch mal nice. Das ist doch mal richtig nice, oder? Ui, oha, was ist das denn hier? Das ist heftig gerade, was da abgeht, ja. Ich glaube, ich sollte da oben mal ein bisschen verstärken. Die Verteidigung. Ach du Scheiße! Ich habe noch nicht gespeichert in der Mission, ne? Was ist das denn? Oh man, fuck. Ich hätte noch ein paar mehr Einheiten bauen sollen, ich Idiot, ey. Jawohl, das könnte ich noch schaffen zu verteidigen. Putz. So. Unser Stützpunkt ja. Angegriffen. Putz, okay. Ja, die Wüstentruppen, die sind das Problem, ey. So, dann, keine Ahnung. So, ich habe jetzt drei Raketentürme. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Diese fucking Wüstentruppen, ey. Ja, shit. Gebäude verloren, ey. Nur wegen diesen scheiß Wüstentruppen. Einheit verloren. Ja, gut. Schieß die mal kaputt da, ey. Die nerven doch. So. So. Das haben wir verteidigt, Freunde. Sehr gut. Sehr geil, Freunde. Das haben wir verteidigt gekriegt, ja. So. What's... Geil, das haben wir nochmal verteidigt. Ich glaube, das kann ich jetzt erstmal speichern. Stützpunkt wird angegriffen. So, Spiel gespeichert. Sehr gut. Zack. Uiuiui, ui, ui, was macht der denn da? Ey, du Penner. Ach, verdammt. Lock die mal weg. So. Geile Spielmechanik. Och, du Kacke. Kommen noch mehr Mannequin. Ja gut, dann... Moment, die kann der Sammler alle platt fahren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, dann schieß mal da drauf da. Alter, was? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Diese Dreckswüstentruppen. Ich hasse die so. Ich hasse diese Dreckswüstentruppen. Die machen so viel Schaden. Das kann ja wohl echt jetzt mal nicht sein. Verdammt, Freunde, ey, das ist... Mann. Diese fucking Wüstentruppen. Die machen einfach viel zu viel Schaden. Das ist... eine richtige OP-Einheit. Gut, bau nochmal die Raffinerie auf. Verdammte Scheiße, Freunde.
Ja, toll. Weißt du was? Bau mal Kampfpanzer aus. Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. So. Aber da kriege ich einen Sammler geschenkt. Das ist ja auch gut, ne? Sehen wir es einfach als Sammler bauen. Geiler Schuss. Das auch. Geiler Schuss. So. Weg damit. Das reicht für gar nichts, ne? Shit. Leider nicht. Okay, egal. Dann. Zu wenig Geld. Zu wenig Geld. Ja, ich weiß, Junge. Ich weiß. Aber das kriegen wir hin. Zack. Alle drei auf einmal. Perfekt. So, dann würde ich sagen, wir sind schon bei der drittletzten Mission von den Orders, Freunde. Das ist krass. Das ist jetzt gerade echt krass. Einheit bereit. So, dann geh du mal dahin. So, der hat hier wieder ein paar Panzer stehen. Das ist schon mal ganz gut. Und Sammler, du fährst mal bitte darüber. Damit ich das Ding jetzt hier hinbauen kann und den nächsten Raketenturm wieder aufbauen kann. So, dann fährst du mal bitte hier rein. So. Ich brauch die Kohle, Mensch. So, gut. Nein, fahr doch hier hin. Verdammt. Du auch, fahr doch hier vorne hin. Ja. Ah, das ist wieder ein Luftangriff. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Aber normalerweise. Die können schon nerven, ja. Aber geht. Der hat ja fast gar nichts gemacht. Okay, krass. Ja, gut, okay. Aber ich kann jetzt hier den letzten Turm wieder aufbauen. Immerhin. Immerhin. Ja, drei Sammler im Einsatz, das ist schon mal sehr gut jetzt. So, gut, dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Spiel gespeichert. Dann brauche ich eigentlich noch Energien, ne? Später, für die Türme hier unten, Raketentürme. Zur Verteidigung. Jetzt stehen hier drei Stück, das muss erstmal reichen für da oben. Und jetzt repariere ich erstmal die ganzen Sachen hier. So. Die Luftangriffe können schon nerven, ja. Aber, ja, alles gut. So, dann kann ich ja jetzt hier das X-Forschungszentrum hinbauen, ne? Genau, Freunde. Energie lädt sich auch wieder auf, das ist ganz gut. So, Freunde, würde ich sagen, speichere ich nochmal kurz zwischen. Spiel gespeichert. Und stelle die Einheiten mal hier hin. Weil da kommen hier wieder Minikin. Aber diesmal ausnahmsweise mal keine Wüstentruppen. So, der hier, der kriegt noch Verstärkung. Und. So. Genau. Oh, Junge, ey. Da sind doch wieder Wüstentruppen. Ich wusste es doch. Die mit ihren Wüstentruppen. Die lieben die Wüstentruppen, ich sage es euch. Ah, jetzt fahr da drauf, Mann. Einfach, einfach überfahren. So, da haben wir da gar keinen Stress mit. So. Würde ich sagen, baue ich jetzt mal ein Kraftwerk. Und dann baue ich hier gleich erstmal ein paar Türmchen hin. Ja. Ja, jetzt geht er los angreifen. Sehr schön. Cool. Und, Freunde, Deviator. Haha. Endlich. Endlich die guten alten Deviatoren, Freunde. Ach, was hab ich mich darauf gefreut, Freunde. Dann lass sie mal die Sammlerfelder scouten, bitte. Ah, der weiß schon, wo die Basis ist, okay. Uff, ja, super. Boah, die Angriffe sind so unkoordiniert, ne? Was versuchen die denn da, Mensch? Die sind so unkoordiniert, die Angriffe von denen, ey. Aber der hat viele Mannequin. Ist schon mal ganz geil eigentlich. So, ja, ich beschütze den hier. Also der hat ja nur diese drei Gebäude. Und mir fällt ein, ich brauche eigentlich auch noch einen Raumhafen hier, ne? Die 112, ja, das müsste eigentlich passen, so. Genau, schön platt fahren. Genau, da hat er schon von mir gelernt. Da hat er schon von mir gelernt. So, dann kommt hier der Raumhafen hin. Und zack, Raumhafen. Ich hätte nämlich gerne langsam mal ein paar Flugzeuge. Weil, ja. Wir sind bereit. Du kannst doch hier oben sammeln, Mensch. Was ist denn dein Problem?
Hä, jetzt ist der Imperator auf Atreides Seite. Ey, ich check's nicht. Ich check's echt nicht. Der Imperator ist nie auf unserer Seite. Das ist unfair. Ich will auch Sadoka haben, verdammt nochmal. Ja, vielleicht bei den Hakon. Vielleicht bei den Hakon. So, wo sind die Sammler? Ui. Na gut, aber das... Oh nö, Leute, jetzt provoziert die doch nicht so. Verdammt, jetzt kommt er natürlich hier oben angeschissen, ist klar, ne? Da kommt einer hier unten rein, was? Konstruktion bereit. Unser Stützpunkt wird... Ja, natürlich. Danke. Danke für nichts, Söldner. Mann, ey. Ich schieß doch nicht auf der Trike, schieß auf den Raketenpanzer. Unser Stützpunkt, ja gut, das passt schon. Das kriegen wir verteidigt hier, das ist kein Ding. Es sei denn, wenn die Energie jetzt ausfallen würde. Nein, sehr gut. Oh, die reicht genau so, ey. Die reicht gerade noch so. Okay. Konstruktion bereit. Es kommt da kommt er jetzt schon mit ein bisschen mehr Geschiss an. Also das ist schon gewöhnungsbedürftig. Nein, schieß doch nicht auf das Mannequin. Ja, oder doch, schieß mal da drauf, da. So, zack. So. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Würde ich sagen, kommt ihr mal hier hoch. Viele Belagerungswaffen hat der, okay. Och, du fährst fast mal wieder auf die scheiß Wüstentruppen. Die lieben ihre Wüstentruppen, ey. Ich merk das schon. So. Energie. Wo ist jetzt die nächste Waffenfabrik? Und Flugzeuge, zwei Stück. Direkt, zack. Bestellung registriert. So, okay. In 5 Minuten. Sehr gut. Wenn es hier unten kommt, dann habe ich natürlich jetzt keine Chance. Ne? So. Schön drüber gefahren. Konstruktion bereit. So. Noch 4 Minuten. Bauen wir nochmal die Waffenfabrik. Dann wird... ich sehe ja schon wieder scheiß Wüstentruppen. Verdammte Hacke. Nur Wüstentruppen, ey. Nur die nervigsten Minikön überhaupt. So. So. Mach die kaputt. Verdammt. Alles klar. So, wo sammelt der? Wo hat der hier die Sammler? Hat der überhaupt Sammler? Weißt du was, ich baue mal einen Raider und guck mal nach, wo der die baut. Also wo der die Sammler hat. Weil... Ja, oh, da kann ich ihn mich wieder schön klauen. Noch eine so, Minute. Gut. Nach der Waffenfabrik werde ich wieder eine Energie irgendwo hinbauen müssen. Der Platz, der wird langsam echt knapp. So, da sind meine Flieger, sehr schön. Weißt du was, Kampfpanzer, schieß mal da hinten drauf, da. So, Freunde. Ja, wie gesagt, also dieses Spiel findet nach wie vor sehr hohen Anklang. Finde ich sehr cool. Cool, dass ich nicht der Einzige bin, der so alte Spiele ehrt. Sage ich einfach mal so. Und ja, also ist richtig cool. Konstruktion bereit. Aber ich kann ganz oben wieder nicht hinbauen. Das ist jetzt... das ist jetzt doof. Weißt du was, bau hier. Bau hier hin, die Energie. Ah, shit. Egal. So. Oh, was macht der denn? Egal, da steht ein Raider. So. Genau die richtigen Kontereinheiten dafür. Strecksmanniken. So. So, dann. So, dann. Fahr drüber. Sehr gut. Gar nicht mit denen stressen. So. Oh, jetzt steht da ein Typ drauf, ey. Ja, dann schießt ihn kaputt los. Ah, da kommt wieder ein Luftangriff. Natürlich auf die Energie, wa? Ja, natürlich auf die Energie. Ah, wenn der jetzt angreifen kommt, das wäre scheiße. Zu wenig Energie. Ach du Scheiße! Okay. Why? Gott sei Dank. Hallo, kannst du mal da weggehen? Blödes Mannequin da. So, dann... Raider, fahr mal dahin, bitte. Macht er denn jetzt?
Der fährt, der geht nicht da weg, ne? Das ist doof jetzt. Da kann ich nicht weiterbauen. Ne? Schon unterwegs. Das ist doch nervig. Aber egal, passt schon. So, wo sind deine Sammler? Oh, was ist das denn hier? Das sieht ja interessant aus. Was ist das? Irgendwas vom Wurm oder so? Keine Ahnung. So, jetzt ist er weggegangen. Sehr schön. Gut, dann Türme. Nur Türme, Türme, Türme jetzt. So, der macht den Turm kaputt, das ist gar nicht mal so schlecht. So, dann würde ich mal sagen... 3 Stück hierhin erstmal, ja, das passt. So. Ich brauche eigentlich noch einen Flieger, ne? Ja, so, ein Flieger. Lieferung in 5 Minuten. So, wo ist mein... Quatsch. Haben die ja geschafft? Ha, geil, okay. Die haben den Turm platt gemacht, sehr schön.